Große Augen bei Berlins Basketballriesen oder Teambuilding der etwas anderen Art. Rund zwei Wochen vor Playoff-Start besuchten die Spieler des amtierenden Pokalsiegers die Leichtverpackungs-Sortieranlage ihres Hauptsponsors und Namensgebers in Malsdorf. Dabei ging jeder ein kleines bisschen klüger wieder nach Hause, als er gekommen war. Ja, die Anlage ist natürlich sehr groß, aber diese ganzen Berge von Müll, das ist schon ein bisschen mehr, als ich mir vorstellen konnte. Und es ist ja eigentlich nur auch die gelbe Tonne, die jetzt hier ist. Und das ist schon, ist ja auch nur ein Teil jetzt davon, aber das ist schon echt beeindruckend. Und dass der Müll nochmal, obwohl man ihn ja sortiert, nochmal sortiert wird in der Sortieranlage. Man hat ja gesehen, wie alles recycelt wird, wie alles verpackt wird, wie alles transportiert wird, wohin es transportiert wird. Und im Großen und Ganzen war es eine sehr interessante Führung. Berlins gesammelte gelbe Säcke werden in Malsdorf recycelt, die verschiedenen Kunststoffarten herausgefiltert. In drei Schichten wird rund um die Uhr gearbeitet. Rund 60 Minuten lang ließen sich die Albatrosse durch die Anlage führen und hatten dabei so manche Frage. Ich hätte mit so einem Interesse nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich dachte, die spielen da vielleicht alle ein bisschen mit ihren Telefonen rum oder so. Aber es kamen durchaus Fragen, die waren echt interessiert und hat auch länger gedauert, als ich eigentlich vorher dachte. Das ist meistens so, wenn interessierte Leute dabei sind, die viele Fragen stellen, dann dauert so eine Führung länger und das war halt definitiv der Fall. Also ich bin begeistert. Im Rahmen des Rundgangs packten die Spieler dann auch einmal selbst mit an. Das Thema Recycling liegt den Akteuren natürlich am Herzen. Na, da wird schon getrennt, da wir ja für Alba arbeiten. Ne? Also meine Frau arbeitet auch bei der Alba Group. Also da wird schon drauf geachtet, dass alles so seine Wege hat, dass es auch hier gut ankommt. Sehr gut. Also ich komme ja selber aus München und ich wurde schon erzogen von meinen Eltern, sehr viele Sachen alles zu trennen. Glas, Plastik, Biomüll und das führe ich immer noch weiter und das ist mein Punkt. Mit einem Foto als Erinnerung und vielen neuen Eindrücken geht es dann ein wenig klüger als vorher wieder nach Hause in Richtung Playoffs.